Hallihallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Isaac, Clark und ich. Im letzten Part sind wir hier etwas unglücklich mit der Deutschen Bahn angekommen, wobei, was heißt unglücklich, eher gewohnt. Nun, Dana hat uns eine alternative Route geschickt, die wir jetzt verfolgen sollen. Mal gucken, durch welche necromorphial verseuchte... What the fuck, Ebene uns diese Route führen mag. Stirb. So, hier ist irgendwas Komisches rumgerannt. Ich weiß auch schon ganz genau, was das ist. Ich glaube, ihr wisst das noch nicht. Also zumindest nicht, wenn ihr Dead Space noch nicht kennt. Naja, aber Dead Space 2 sollte ja mittlerweile eigentlich ganz relativ bekannt sein. Oder ist, sehe ich das immer noch falsch? Naja, wie auch immer. Diese Gegner, die wir gerade gesehen haben, den werden wir früh genug schon in zuhauf... Ja, und zwar jetzt schon, fällt mir gerade auf. Ja, dann brauche ich euch ja gar nicht mehr lange wach zu lassen. So. Ich fürchte mal fast, wir sollten hier auf die Strahlenkanone umrüsten. Und jetzt mal gucken. Gleich dürfte hier ziemlich fett abgehen. Ja, und da kommen sie auch schon. Darf ich vorstellen, die Kinder. Die heißen, glaube ich, offiziell sogar so, oder? Na los, Feuer. Und jetzt haben wir keine Munition mehr. Wenn die einen nämlich... Ah, ich sollte jetzt weg hier. Das Problem bei diesen Viechern ist, die sind unglaublich schnell und ziehen einem extrem viel Leben ab, wenn man sie denn lässt. Scheiße. Schieß, Isaac. Okay. Geht drauf. Waren sie das? Okay. Im Nachhinein betrachtet war die... Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sehen sie auch, Isaac? Odin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Oh Scheiße, sie haben mich gefunden. Ja, noch sind das natürlich alles spanische Dörfer, was dieser Typ da unter... Warte mal, warum sehe ich meinen Mauszeiger im Bild? Och, so ein Rotz. Ich gehe das mal eben korrigieren, bis gleich. So, Problem sollte behoben sein. Diese bescheuerten Windows-Updates, nicht wahr? Da kommt mir gerade eine... Naja, eine Meldung, dass mein Windows Microsoft Office aktualisiert werden könnte, wenn es denn will. Was juckt mich dieser Scheiß? So, ich brauche mal ein paar Medipacks. Ich kaufe mal 3, das reicht schon. Die knallen wir uns direkt mal rein, zumindest 2 Stück davon. Ja, Leute, das waren die Kinder. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die offiziell so heißen. Ihr habt gesehen, die können einem relativ guten Schaden machen, wenn man sie zu nah an sich ranlässt. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet war die Strahlenkanone nicht die beste Waffe für diese Gegnerart. Zumindest solange man, so wie ich, noch so wenig Magazin, so wenig Schuss im Magazin hat. So. Während dieser Aufzugsfahrt hat man immer ein bisschen die Möglichkeit... auf Smalltalk, wenn die denn mal länger als ein paar Sekunden dauern würde. Okay, eine große Einkaufspassage. Hey Dana, so ein Irrer, den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Stross, er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Okay, dann sollten wir uns eventuell von diesem Stross etwas fernhalten, weil nachher tötet der uns auch noch. Ein Textlog. Was haben wir hier? Bowl Stylings. Eine Friseurdisco, wie es scheint. Wollen wir hier einen auf Textlog machen? Ja, komm. Wie gesagt, wenn es das interessant ist, das lese ich vor. Wenn es unnötiger Crap ist, lest ihr das bitte. Ah ja, das ist also Teil 2 von Teil 1, den ich auch schon nicht gelesen habe. Was heißt, ich lese das hier auch nicht vor. Also bitte selbst durchlesen. Alles, was so ein bisschen story-relevant ist, lese ich natürlich durch. Aber das hier, komm, das ist nur, wen es interessiert. So. Zum Thema Smalltalk. Falls es jemandem von euch aufgefallen ist, jetzt bin ich nämlich mal gespannt, ob es wirklich jemandem aufgefallen ist, der schreibt das bitte mal in die Kommentare. Alter, wem ist aufgefallen, dass ich in der letzten Folge total blau war? Ja, ich weiß, der eine oder andere von euch wird jetzt vielleicht doof gucken.
Ich habe mich echt angestrengt, dass man das nicht mitbekommt, aber ich war wirklich tierisch blau. So, das hätten wir. Deswegen ist es auch nur bei einer Folge geblieben, weil ich konnte echt nicht mehr aufnehmen, weil ich einfach fast vom Stuhl gekippt bin hier. Aber ein bisschen was wollte ich natürlich trotzdem aufnehmen. Naja, hin und wieder darf auch ein Let's Player mal feiern, oder? Okay. Wer bist du? Keine Ahnung. Und noch ein Textlog. Na super. Altmans Fußstapfen, eine Publikation für die Anhänger von Michael Altman. Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven, unumwundenen Earthgov-Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche, Feuerschutzrestriktionen bei der Größe von Erweckungsfeiern. Literatur darf nicht mehr ohne Genehmigung ausgegeben werden. Das sind doch nur fadenscheinig verschleierte Versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Unsere Wahrheit! Aber sie werden keinen Erfolg haben. Die blasphemische, kurzsichtige, rücksichtslose, destruktive und hoffnungslose Pfad, auf den Earthgov uns treiben will, ist eine Sackgasse, auf die nur Unitology eine Antwort kennt. Altman hat es vorhergesehen und wir sind gesegnet, es ausführen zu dürfen. Seid bereit, meine Brüder und Schwestern, die Konvergenz ist nah. Ja, Konvergenz... Wer Dead Space 3 von mir gesehen hat, dem wird es jetzt schon einiges sagen. Der wird jetzt langsam auch ein paar Zusammenhänge erkennen. Hier die Typen von der Unitology-Kirche, die sind einfach der Meinung, dass die Necromorphs nicht nur irgendeine Infektion sind, sondern tatsächlich der nächste Schritt in der Entwicklung der Menschheit. Und die möchten sich mit Absicht in Necromorphs verwandeln lassen, weil sie glauben, sie hätten dann, weiß ich nicht, einen neuen Lebensstandard, was auch immer. Ja, und wie der richtige... Okay. Ich dachte, sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini-Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Oh, ein Abfallsystem, ja super toll. Das sollten wir eventuell einen Strich vorsetzen. Und hier geht's jetzt ab, Leute. Aber nur ein bisschen. Deswegen schießen wir hier mal eben ein Loch rein und machen das Loch jetzt wieder zu, nachdem der letzte Necromorph hinausbefördert wurde. So, so einfach geht das. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, weil von hinten noch was kommt, oder war das erst gleich? Ja, ich wusste, dass das noch kommt. Ich wusste nur nicht, ob das jetzt kommt oder erst gleich. Aber wie es scheint, war es wohl doch jetzt. Noch einer. Ja, das Schöne an diesen blöden Mistratten ist, sie sind schnell, machen einiges an Schaden, aber genauso schnell gehen sie auch down. Ein Schuss, egal wohin, reicht fast immer schon aus, um diese Teile hier zu besiegen. Naja, aber wie schon gesagt, selbst die Unitology, die handhabt das wie die echte Kirche auch. Den Menschen irgendein Irrglauben einsetzen, damit sie ihnen eine ganze Menge Geld in den Rachen schiebt und dann sich irgendwelche Ausreden einfallen lassen, warum es letztendlich dann doch nicht klappt. Deswegen sollten wir Isaac Clarke da dringend dem einen Riegel vorsetzen, dass die Unitology-Kirche hiermit keinen Erfolg hat mit der Konvergenz. Das wäre das Ende aller Menschheit. So. Wo sind wir jetzt? Ja, was die einem jetzt sagen, ist natürlich der totale Shit, weil das sagt mir jetzt im Prinzip nochmal das Gleiche, was wir schon 800 Milliarden Mal jetzt mittlerweile gelernt haben. Dass man hier jetzt auch nochmal... Ach ne, hier ist nochmal Stase. Der hat uns quasi nochmal gesagt, dass wir mit Chinesen diese Stäbe aus Leichen ziehen können. Okay.
Okay, das hier scheint das Versorgungsdepot zu sein, von dem Dana geredet hat. Erstmal alles einsacken. Hier ist es immer noch 12 Uhr Mittag, was habe ich gesagt? So. Versorgungssystem abschalten. So. Das ganze Ding ist offline. Ob das jetzt so eine gute Idee war? Okay, dann ich wollte gerade sagen, ob das eine gute Idee ist, das abzuschalten, aber wie es scheint, ist das wirklich so gedacht, wenn man dann hier mal zutreten muss. So, was können wir denn jetzt aufrüsten? Wir haben, naja, an sich sind es nur 3 Energieknoten, nicht wahr? Wir machen mal unseren Plasma-Cutter erstmal hier auf volle Kanone, und zwar hier oben. So. Ein Energieknoten wird wie immer aufbewahrt. Denn auch hier gilt die Devise, es können ständig irgendwelche Räume kommen, die man nur mit Energieknoten betreten kann. Und auf die warte ich natürlich. Jetzt können wir da rein. Das heißt, wir müssen jetzt... Ja. Und Achtung. Ja, ich wollte gerade sagen, normalerweise müsste hier jetzt was passieren. Deswegen hier unten nochmal dieses kleine Tutorial. Da können wir nämlich hier direkt ein bisschen üben. So, aber guck, das ist alles kein Problem. So, jetzt warten wir mal, bis der Sacktyp hier um die Ecke hüpft und ballert den auch noch weg. Das müsste gewesen sein, oder? Inventar ist voll. Okay, na gut, dann gehen wir halt weiter. Abfallpresse Zero G. Ja, hier können wir jetzt rein. Da wir jetzt abgeschaltet haben, ist es ja auch sicher, sich hier drin aufzuhalten. Eintritt Schwerelosigkeit. So, wo wollen wir hin? Wir wollen... Keine Ahnung. Das dürften wir, glaube ich, nicht aufheben können. Moment, alt. Sehr schön. So. Ich glaube, das kennen wir noch nicht, oder? Wir haben jetzt das neue Bewegungssystem, wie man sich in der Schwerelosigkeit bewegt. In Dead Space 1 war das alles ja noch so ein bisschen kacke. Aber Dead Space 2 macht das alles schon sehr, sehr gut. Wir können uns jetzt quasi frei in der Schwerelosigkeit bewegen mit unseren Schubstiefeln. So, hier unten ist noch so ein kleiner versteckter Raum, mit dem Energieknoten ist. Ha, sieht man an. Also es lohnt sich in diesem Spiel immer, wirklich jeden Raum zu untersuchen. Selbst wenn das Inventar schon voll ist, weil man weiß ja nie, was einen dort erwarten könnte. So, und jetzt hier rein, da wo wir hin sollen. Und was gibt's hier jetzt zu tun? Tunnel 1, Cassini-Apartments. Ach, wir müssen den Tunnel öffnen, damit wir durch diesen Tunnel in die Cassini-Apartments kommen. Na dann. So, der Ventilator funktioniert wieder. Ich glaube, das könnte auch ein bisschen nach hinten losgehen, wenn wir uns zu nah an den Ventilator heranwagen. Aber ich denke mal, das packt Isaac schon. So, durch hier. Also wir müssen auf jeden Fall Boost geben, sonst werden wir zurückgeworfen. Soweit ich mich erinnere, müssen wir jetzt hier rechts gleich in den Eingang der Cassini Towers. Jawohl, da haben wir ihn auch schon. So, schnell durch hier, damit wir den Lärm nicht mehr weiter ertragen müssen. So, perfekt. Oh. Okay, perfekt ist dann doch anders. Weil in so einer Dunkelheit hier auf der Earthgaff bei Dead Space. Na, ich meine, gut, es soll ja Stimmung erzeugen. Und das tut es auch gerade, wirklich. Ich weiß nämlich gerade auch gar nicht mehr, was kommt. Das macht das Ganze umso gefährlicher. Kommt hier irgendwer? Uah! Ja, da kommt irgendwer. Verdammt nochmal. Hättest du nicht ein paar Sekunden früher kommen können? Aber das scheint nur dieser eine Schockmoment gewesen zu sein, oder? Ja, ja, ist mir schon bewusst. Also Batterie in Batteriefach einsetzen. Geht jetzt auch das Licht wieder an? So ist fein. Und hier haben wir hier den berühmten Energieknotenraum. Dann machen wir auf. Zunächst mal... Oh... Ne, oh Gott, und wie viel Kohle? Ach du Scheiße. So, was gibt's hier drin noch? Munition. Munition. Was gibt's noch? Mittleres Medipack. Dann gucken wir mal, was wir jetzt aussortieren. Also es hat sich schon allein wegen dem Geld hat sich's hier schon zweimal gelohnt. Ich würde sagen, wir schmeißen das mittlere Medipack und eins davon weg. Nehmen jetzt das kleine Medipack, meine ich. Nehme jetzt das mittlere auf und den nächsten Halbleiter. Und raus hier. Die Munition können wir uns erstmal noch sparen.
So, mach den Aufzug zu den Cassini Towers. Ja, dann hätten wir ja unser Missionsziel, unser vorerst primäres erreicht, wenn wir dann hier angekommen sind. Mal gucken, was es danach noch zu tun gibt. Boah, der Fahrt ist erst 16 Minuten lang. Wir kommen schon viel länger vor, aber natürlich machen wir hier noch ein bisschen was. Da haben wir den Energieknoten auch schon wieder drin. Seht mal, Leute, wie schön das doch ist. Oh. Ist das hier der Wohnbezirk der Cassini Towers? Ach nee, euch kennen wir doch auch noch. Diese komischen Blutsauger hier. Die haben wir schon in Dead Space 1 kennengelernt. Die kamen immer, wenn man diese komischen dicken Necromorphs zerflattert hat. Textnachricht von Sally Hennen to Marion Hennen. Marion, ich werde diese Lok hier für dich zurücklassen, damit du es findest, wenn du den Rest meiner Sachen holst. Ich hoffe, ich vergesse nichts, denn alles ist so wichtig. Die Wiedergeburt wird sehr bald eintreten, genau wie sie es sagten. Das ist eine ganz besondere Zeit, die man nur einmal erlebt, wenn überhaupt. Sie sagen, wir bereiten uns schon darauf vor, seit wir überhaupt Menschen waren, und wir werden diejenigen sein, die dabei sein werden. Ich bin so aufgeregt, meine Haut ist ganz kribbelig. Ich habe Gänsehaut. Okay, ich muss jetzt los. Die Zeremonien fangen in einer halben Stunde an. Ich will nicht zu spät kommen. Mach's gut, Schwesterchen. Ich hab dich unendlich lieb. Stoß doch auch zu uns. Haha, bis bald. Ja, wie es scheint, war die andere kein so ein Anhänger dieser Unitology-Lügen. Und wenn die das hier mal war, dann könnt ihr euch ja ein kleines Selbstbild davon machen, was daraus wird, wenn man sich der Unitology-Kirche anschließt. So, das ist wirklich sehr, sehr billig hier. Ist auch noch wer? Alter. So, hier nehmen wir mal ganz kurz die Strahlenkanone. So, das müsste ausgereicht haben. Ja, weil damit können wir mit wesentlich weniger Munition auf diese kleinen Dinger hier schießen. So. Gibt's hier dann auch noch irgendwas zu holen? Nö. Aber selbst die Toilette hier ist mit Kerzen gespickt. Na, lecker. Oh, ein Kinderzimmer, das hört sich aber alles sehr, sehr schön an. Oh, ein Minimarkt, guck mal an. To join is to survive. Das heißt, hier beizutreten bedeutet das Überleben, wenn ich das richtig übersetzt habe. Wir haben ja wieder so eine kleine Psychoattacke hier. Isaac, so ist's richtig. Immer schön die realen Tatsachen ins Auge fassen, dann kannst du vor solchen Sachen nur noch geschützt werden. Was haben wir hier? 1000 Credits hat die tote Nicole zumindest für uns zurückgelassen. Also ich möchte ja so nicht aufwachsen als Kind. Aber ich meine, gut, bleibt ja jedem selber überlassen. So, hier geht's durch. Dann gucken wir erstmal, was es hier noch zu holen gibt. Stase-Aufladungsteile. Da wir ja so oft Stase benutzen, ist das jetzt erstmal zweitrangig. Und weiter geht's. So, von mir aus kann jetzt hier mal ein Speicherpunkt kommen, dann würde ich nämlich mal den Part pausieren. Oh oh. Weg. Sie sind fast hier, beeilen Sie sich. Das wollen wir lieber nicht riskieren, dass die mich jetzt hier kurz vorm Ziel erhaschen. Alter. Noch mehr. Scheint nicht so. So, Speicherpunkt, wie sieht's aus? Keiner da? Das ist nicht so witzig. Ja, dann runter hier, komm. Oh, irgendwie hört sich hier so an, als wenn... Nein, es kommt kein Necromorph auf uns besuchen. Da haben wir einen Safe Point. Also dann. Wir speichern. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part von Dead Space 2 wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr kennt das Prozedere. Bis dahin, Leute. Tüdelü.